Hey, ich dachte, du wärst tot. Ah, schön die Nüsse geschossen. Funktioniert meistens. Da, Mitchell, die Tür auf. So, F zum Vorstoßen. Das wäre eigentlich V, aber achso, man muss E drücken. Nicht schießen! Mitchell, schnapp ihn dir. Na, kürzlich hartes gesehen. Da haben wir den Doktor. Das sagen sie alle. Und dann fangen sie an zu schreien. Glauben Sie, das ändert was? Sie wissen nicht, wozu er fähig ist. Wir sind alle tot. Nicht ganz. Nicht heute. Nur du hast ein Problem. Mit Vergnügen. Nur du hast ein Problem. Ach so, ich darf ja jetzt wieder weiter. Falsche Taste. Teil kann man schnell machen. Frag mich nicht, woher ich das weiß. Es ist einfach nur eine langweilige Stelle bis zu diesem Zeitpunkt. Das Einzige, was hier in dem Raum warten kann, sind Gegner oder eine Falle oder eine Cutscene. Und wir haben Gegner, Falle und Cutscene. Naja, jetzt kommt aber der interessante Teil. Die sind nämlich unsichtbar. Nicht sonderlich gut, weil die diesen 3D-Effekt haben mit dem Grün und Rot. Oder Italien-Fahne, wie auch immer. Feindliche Truppen sind im Anmarsch. Wir geben Deckung. Nehmt den Doktor und bewegt euch. Ich würde lieber wissen, wer mich schützt. Das ist geheim. Tarnfarbe, keine Kennzeichnung. Geheimdienst würde ich tippen. Wir haben wohl keine Wahl. Naja. Was war das? Keine Ahnung. Achso. Auf die Bikes. Los. Und jetzt kommt auch nochmal eine schöne Szene. Der Doktor war im Raum über uns, als wir angekommen sind. So mal als Anmerkung. Und wir fahren jetzt mit dem Bike. Ich konnte nicht mit Gideon mithalten. Nein, ich bin einfach nur schneller als er gestartet und das sieht das Spiel nicht vor. Weil jetzt ist er zum Beispiel unter mir durchgefahren. Weil die Fahrzeuge müssen zwischen mir und ihm in die Wand schießen. Achso, ich muss nur mit der Maus lenken. Bisschen merkwürdig bei den Dingern, aber okay. Naja, ist nicht weiter dramatisch. Dass man bei diesen Hoverbikes auch nicht einstellen kann, dass die eine höhere Distanz fliegen. Ist ein bisschen merkwürdig, aber naja. Oh, sag mir nicht im Ernst, dass ich diese Rampe, die ich zu bestimmt zwei Dritteln erwischt habe, nicht getroffen habe. Achso, das meinte ich mit keine Konsequenz. Ich bin an derselben Stelle wie vorher und man macht das Ganze einfach nur nochmal. Jetzt kann ich den Heli noch mal ein bisschen weiter ausweichen. Achtung! Zug Nummer 1, Zug Nummer 2. Rampe, diesmal richtig getroffen. Autos uninteressant, da sie nicht schießen. Obwohl sie jetzt interessant sind, da sie stecken bleiben. Heli mäßig interessant, hat keinerlei Einfluss drauf, wie wir hier durchkommen. Nur verlieren, wenn wir in eine Wand fahren. Oder ihn verlieren. Wie auch immer. Also theoretisch, wenn wir zu langsam sind, könnte man auch verlieren. Oder verlieren wieder dann nur Speicherpunkte. Jetzt haben die Jungs mal ihren Spaß. Warum ich nicht so eine Panzerung habe, ist eine andere Frage, aber... Geht ihr ein Ende. Naja. Gut. Oh, plus 5 Granatenabschüsse. Ich muss da echt dran arbeiten.
noch mehr Granatenabschüsse zu bekommen. Um mehr Laptops zu finden, aber ich weiß nicht, wo ich die noch suchen soll. Kommt vielleicht noch in den anderen Missionen. Ich weiß, dass ich nicht alle habe. Definitiv nicht. Aber, Drama ist das nicht. Oh, schwarz, schön. Wir waren näher dran als jemals zuvor. 4 Jahre hatten wir Hades gejagt. Jetzt hatten wir seine rechte Hand. Der Doktor war der Schlüssel. So, fangen wir nochmal von vorn an. Ach so, das Verhör. Diese Leute. Wer sind sie? Also das denken Sie von mir, ja? Ich bin eine Ratte. Ja. Fick dich! Nein. Ich denke, Sie sind, was immer ich Ihnen sage. Nilona war einmalig. Ex-Spesnas, jetzt im Dienst für Atlas. Mal beste Freundin, mal schlimmster Albtraum. Sie war undurchschaubar. Wir haben die Namen. Jetzt sagen Sie mir nur, wann und wo das Meeting ist. Bringen Sie mich um. Ich bin eh tot. Gut möglich. Gut möglich. Wenn sie dich erst am Wickel hatte. Bitte, Pierre. Helfen Sie mir. Helfen wir einander. Hattest du verloren. So sieht's aus. Das ist nur eine einzige Quelle. Können wir das überprüfen? Die Infos stimmen. Hades trifft seine Geldgeber in 24 Stunden auf Santorin. Mr. Irons, die Protokolle für einen Angriff erfordern... Dieser Mann ist verantwortlich für 50.000 Tote, General. Wir greifen an. Eine Operation in fremdem Hoheitsgebiet wäre ein Akt des Krieges, wenn der Kongress nicht zustimmt. Atlas ist ein international anerkanntes Privatunternehmen. Wir brauchen keinen Kongress. Gentlemen, sind wir einsatzbereit? Wir sind Startlasser. Auf Ihr Zeichen. Ich will Ihr Team in 6 Stunden vor Ort sehen. Auf wessen Befehl? Auf meinen Befehl! Und das ist das Problem mit einer militärischen Supermacht, die keiner Nation angehört. Die können tun und lassen, was sie wollen, ohne Konsequenzen. Na gut, nicht ganz ohne Konsequenzen. Also nicht ohne Konsequenzen, aber ohne das politische Prozedere. Und auch mit weniger politischen Prozedere. Naja. Beug dich vor, Ilona. Es sollen schließlich deine Flitterwochen sein. Du sollst Hades im Blick halten, nicht mich. Zielperson nähert sich. Markieren. Jetzt du, Mitchell. So, Zielperson nähert sich. Ach, das war... Die Verbindung ist gut. Suchen wir die Zielperson. Eins der grausamsten... Signale scannen. Du musst für den Scan ranzoomen. Ah, ja. KVA-Signal suchen. So kommen wir dann in den Unterschlupf. Ja, es ist nicht... Hier ist er nicht. Umschalten auf andere Kamera. Die Zeit rennt uns davon. War er's? Nein. KVA-Signal ist ganz nah. Finde ihn. Der Kerl war's. Eindeutig ein KVA-Signal. Er ist der Einzige, der sich bewegt, den man scannen kann. Die anderen stehen alle nur rum. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich das rausgefunden hatte. Das ist unser Weg hinein. Bravo unterwegs. Tja. Was auch interessant ist, der... Also, ich bewege mich jetzt wieder selbst, ne? Spannend. Ja, mein Arm ist sehr interessant, der fällt auf. Dadurch, dass er eben... Entschuldigung, ich hab ihn reingequatscht. Unauffällig verfolgen und dann ausschalten. Ups. Ich räume hinten auf. Versaut es bloß nicht, Ladies. Also manchmal... Ist das wirklich komisch, was meine Maus da macht? Mit diesen komischen Ausflügen einfach mal so weg, weil ich steuere die gar nicht. Bis auf das jetzt aber, naja. Meine Hand, also meine das Hand ist recht auffällig, gehen. Deswegen ich wollte zum eigentlich... Markt. Hab mich wohl verlaufen. Hier sind sie falsch. Scheiße. Oh, Eindringlinge. Ja. Eindringlinge war mal. Deswegen würde ich den Ärmel nicht hochkrempeln wegen dem Arm. Das ist auffällig. Gut gemacht. Waffen bereit. Bravo hat Alpha, die Schlüsselkarte. Aufgepasst. Bravo ist auf Position. Roger. Moment. Markieren Ziele. Position und werden sich jede Viertelstunde melden. Gassi.
Oh, man kann durch die Wand schießen. Das ist schön. Hätte ich nicht gedacht. Also, Waffen kann ich auch nicht aufnehmen. Selbst wenn sie hier liegt. Mit doppeltem Magazin. Na, kannst du mich mal... Alle Stationen werden rechtzeitig gesichert, Sir. Warte, bis niemand wird das Treffen stören. Das will ich bist schon fertig. Sonst kriegen sie es mit mir zu tun. Verstanden. Hartes Ende. Das gibt Kopfschmerzen. Prophet, Unterschlupf gesichert. Nehmen das Tagungszentrum ins Visier. Verstanden, Bravo. Alpha, Phase 2 kann beginnen. Verstanden. Alpha lädt den Frog. Mitchell, in den Exo-Anzug. Ich setze die Wasp zusammen. Umziehen. Sehr robust, diese Kamera. Auch das Objektiv, was da dran ist. Recht robust. Prophet, Wasp ist startklar. Alpha in Position. Ach so. Bereit machen für Wasp. Nimm die Drohne, Mitchell. Ich belausche Hades Treffen. Wasp in der Luft. 200 Meter bis auch zum wieder Ziel. Schön. Konferenzraum ranzoomen.